Ja, servus, willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vugago und diese Therapie ist nach Gosnos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und haben in der letzten Folge ja den Auftragsmörder ein bisschen erledigt. Lief zwar nicht ganz so glatt wie geplant, aber das Ergebnis zählt. So, ist arg duster hier. Deswegen bewegen wir uns ja spontan nochmal zurück. Da sehen wir auch unsere ersten Spuren schon. Und zwar unser Auto, das hat man ja hier ein bisschen zwischengeparkt. Das könnte eigentlich mal gewaschen werden. So, weil das Ganze aber ja Far Cry ist und nicht GTA, dann gibt es ja auch keine Waschanlagen. Also nichts mit Waschen. Wenn wir die Karre so dreckig weiterfahren. Oder wir müssen die einfach frech austauschen. Ja, ein Modell, was sauber ist. So, können wir ja mal gleich hier parken. Ja, ordnungsmäßig. Super geparkt, da haben wir ja auch her. Und jetzt geht es hier kurz nach oben. Weil, wie gesagt, ich will gerne schlafen. Ihr habt euch ja leider nicht geäußert, ob das okay ist, dass wir im Dunkeln spielen oder nicht. Deswegen gehe ich lieber mal den Weg rein. Wir werden ja dafür sorgen, dass ein bisschen Licht da ist. Und das heißt, wir machen ein Nickerchen. Außerdem hoffen wir mal, dass wir... Oho, du bist... Gepasser. Ich könnte eine Weile bleiben. Das ist supi. So, quatsch mal mit dir. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich kenne das Risiko. Mach's gut. Alles klar. So, ein bisschen Heilung mitnehmen. Munition wäre auch super gewesen. Genau. Hier haben wir die goldene AK. Da tauschen wir das mal aus. Scharfschützengewehr da rein. Und ein Nickerchen machen. So. Und zwar würde ich sagen, schlafen wir mal spontan bis um 6. Dann wird das eigentlich ziemlich hell in Afrika. Und dann können wir dann weitermachen. Mein Plan ist, wir gucken einfach mal, dass wir zu Mike kommen. Und mal gucken, ob der eine neue Mission hat. Und nebenbei auch noch zum Waffenhändler. Und wir müssen ja das, was wir jetzt hier verdient haben, mit um nach unterbringen. So, speichern tun wir ja nicht. Wir brauchen nicht speichern. So. Da haben wir auch alles voll. Oh, ja, hat er noch eine Hand angezeigt gehabt. Was war das für Hand? Irgendeine Interaktion war hier noch drin. Naja. Ah ja, wahrscheinlich war es die Tür. Irgendwie. So, wir werfen mal einen Blick hier nach allen Seiten, ob wir vielleicht ein bisschen Munition finden. Hier oben liegt auch noch ein bisschen was rum. Ne, bloß Grille. Bisschen Munition wäre super. Aber man, die hat da gar nicht mitnehmen. Runter zum Auto und dann gucken wir mal einen Blick auf die Map, was sich lohnt. Da gehen wir hier einen kurzen Weg hier rein. So. Also, Plan ist, wir wollen zu Mike. Karte rausholen, wir sind da. Wir können ein Stück zurückfahren, da ist ein Lager. Was können wir machen? Wir fahren ja vor bis zu der Brücke. Und da gucken wir nochmal da ein Boot nehmen und mit dem Boot können wir dann zu Mike weiterschippern. So, einmal hier lang, einmal hier rum. Oh, ja, 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 ja. Guck mal, vor der Straße kommen wir. Ein bisschen High-Speed-Race durch den Dschungel hier. Oh, vorsichtig. Ja, indem wir jetzt dichter ankommen. Und auf die habe ich nämlich keinen Bock. Und er hat aber Bock auf uns hier, wie ihr das seht gleich. So, Mai. Kannst du nicht mal in Ruhe Auto fahren, ja. Okay. Das Problem war natürlich der Freund, der dafür gesorgt hat, dass Lärm ist. Und die alle wach sind. Keine Ahnung, wo der einfach jetzt herkam. Und wir haben ein interessantes Luftloch. Jetzt Fahrzeug. Ja, ein bisschen mal die Fauna. Wirklich hell ist ja auch nicht heute geworden hier. So. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Alles klar. Wo ist ja schon wer? Der meint, um uns zu schießen. Finde ich persönlich jetzt nicht so cool hier. Oh, wo da hinten steht der? Ja, Platz schaffen wir. Ich weiß, dass der irgendwo da oben ist. Glaube ich was. Weil von da durfte er nicht kommen.
Ich weiß, was da hinten der Stand von einem Scharfschützen ist, ja. Gut, dann lassen wir den mal oben ein bisschen rumballern. Wir verbissen uns hier. Außer hat die Karre eh einen Knick. Oh, wir wechseln mal rum hier. Ne, die haben wir auch ein bisschen demoliert. Oh, auch erledigt. Da ist der Freund, der uns geschossen hat. So, außerdem sollten wir dann ja auch Munition kriegen. Da war der gar nicht mal so verkehrt hier. Munition dabei. So. Und weiter. Soweit sieht das ja ganz gut aus hier. Und dann können wir mal ein Boot kriegen. Und dann schippern wir einmal mit dem Boot ein Stückchen rüber. Und soweit ich glaube weiß, waren da unten Boote. Weil wir müssen einfach nur den Weg da lang. Okay, hier sehe ich leider kein Boot. Wir müssen den Weg da lang. Und ich möchte mir keinen nassen Wüste holen. Mal gucken, ob hier ein Boot steht. Nee, auch kein Boot. Das ist ärgerlich. So ein Boot wäre echt super gewesen. Aber das ist der Weg nach unten. Und wo wir jetzt lang müssen, ist nämlich durch diesen kleinen Canyon durch. Oh, da ist ein Funkturm. Bitte, wir ändern mal den Plan. Und bewegen uns mal zum Funkturm da. Schwimmen halt durchs Wasser ist halt auch nicht so schön. Aber hat den Vorteil, kommt man relativ gut voran. Und der nächste große Vorteil ist, hier gibt es keine Fahrzeuge, die uns entgegenkommen können. Und so ein bisschen schwimmen am frohen Morgen ist auch nicht verkehrt. Macht den Kreislauf schön in Schwung bringen. Außer die schöne Landschaft genießen hier. Mal gucken, wo wir um die Ecke rauskommen. Dann werden wir mal gucken, ob wir ein Stückchen trockenes Land kriegen. Wir werden ein bisschen rechts halten hier. Obwohl, ja, ich sag schon mal rechts halten. Vielleicht sollten wir mal hier an Land gehen und orientieren. Ja, da drüben müssen wir hin. War jetzt nicht so episch die Reise wie geplant, aber naja. Am Ende zählt ja nur das Ergebnis. Wir kommen bei Mike's an. Glaube ich was. Aber es ist schon komisch, da ist extra ein Posten so an dieser Brücke. Da war normalerweise ein lieber Boot, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Naja, vielleicht bei dem einen jetzt nicht gerade und die müssen wir uns aussuchen. So. Na hier und dann oben gehen ja. Da, genau, da wollte ich da hin. Und da wäre ein Boot gewesen. Nur halt an der falschen Stelle. Hoppala, ja, rauf und darauf. Wir haben ja das Geld. Ich guck gerade nochmal rum, ob es hier noch irgendwo was Spannendes gibt. Wir haben ja das Geld bekommen von unserem Auftrag. Da werden wir gleich mal hier reinschauen. Ich denke mal, es ist auch nicht gar nicht verkehrt, dass wir uns mal ein bisschen darauf konzentrieren, die Waffen zu verbessern oder unter Unterschlupf. Ein Unterverbesserung haben wir ja schon geholt. Das ist ja die schicke Kiste. So, weil waffentechnisch. Ja, also gibt es ein paar Pfeilgewehr und Schalldämpfer, das alles ganz nett, können wir uns später holen. Verbesserungen, ja. Die Draganov und sowas, aber ich würde lieber hier reinkunden. Und zwar die einfach mal, dass wir mehr Munition haben. Zum Beispiel, das ist super. Mehr Granaten ist immer super. Sekundärwaffenkiste lohnt sich vielleicht noch nicht. Pistolengurt wäre vielleicht auch nicht verbessert. So verkehrt bedeutet nämlich einfach mehr Munition. Für die Pistolenwaffen. So. Aber Munition, da werden wir auch gleich mal hier rüber gehen hier. Wenn wir nicht gerade festhängen. Rein da und gucke mal. So. Munition mitnehmen. Und wir, hier. Jetzt haben wir nämlich dann ein paar Granaten mehr, glaube. So. Da ist dieses, da ist jenes. Okay, die haben wir dabei. Sonst passt es eigentlich.
Abmarsch. Also wieder ein Munitionspack haben wir noch für die dabei. Die hat jetzt 150 Schuss. Granaten haben wir jetzt 5. Auch super. 5 statt nur 3. Als Problem, dann ist es nicht er. Irgendeiner hat er bestimmt. Also doch du, Alter. Sie Zeit für einen kleinen Nebenjob? Das immer, ein Nebenjob ist super. Die APR hat diesen fiesen Oldschool-Entlauber benutzt, Agent Yellow. Okay, erzähl mal weiter. Gut. Ich kenne Leute, die für dieses Gift viel zahlen würden. Ey, lass sie doch nicht alle aus der Nase ziehen, ja. Chemielager. Wollen Sie sich da mal umsehen? Vielleicht finden Sie sie. Alles klar. Oh ja, lassen Sie uns Geld verdienen. Neue Mission. Wir machen etwas. Mir, wie es läuft. Ja, ja. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier, das wäre mal die erste interessante Sache. Ah, das Lager. Da, wo wir fast herkamen gerade. Okay, Sprung hier rein. Gut, hier lang. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Wir fahren aber wahrscheinlich hier drüben lang. Da ist ja die Holzmühle. Die ignorieren wir aber, weil dafür haben wir eigentlich keine Zeit für das Gaspelletheater an der Holzmühle. Und zwar, der Plan ist nämlich der, Holzmühle ja, und dann ab durch den Dschungel, quer rüber, dann kommen wir ungefähr dahin, wo wir hin sollen. Sparen wir uns ein bisschen Umweg. Außerdem ist ja so Geländewagen Offroad tauglich. Also das heißt hier lang, dann den schicken Weg hier wollen und danach hoch. Ab durch den Dschungel. Dafür ist ja der Geländewagen da. Und mit genug Schwung sind die komischen Bäume, Pflanzen ja auch nicht mehr so groß ein Problem. So, da kommt eine Hütte. Okay. Oh, das ist ja ganz kacke. Okay. Und dann fallen wir um. Aber zum Glück haben wir ja unsere Hilfstante. Die müsste uns eigentlich aufhelfen. Oh ja. Da haben wir uns ein bisschen überraschen lassen. Der Post war so nie eingezeichnet. Da hat man nur die Hütte gesehen. Also, erwarte das Unerwartete. Und zum Beispiel schwarzen Bildschirm. Ja, mach ihn alle. Die will ja auch haben, so eine Kanone. Das Problem ist die letzte Heilung. Das müsste gehen. Flick dich zu. Genau, raus mit dem Popel da. Da sind noch jede Menge. Check deine Ausrüstung. Ja, check ich auch gleich hier, indem ich mir einen reinpfeife hier. Ah, da bist du. Wo wollt ihr denn hin? Ah, in die Richtung. Weil wir müssen doch in die Richtung runter. Ein bisschen zu duster trotzdem noch. Aber irgendwo war noch einer mit der Shotgun. Das war ja eindeutig zu hören. Okay. Wenn wir schnell in die Deckung gehen, ja. Vielleicht sollte man ein anderes Gerät nehmen, vielleicht sowas hier. Einmal schweres Geschütz hier. Und sollten wir auf alle Fälle was reinpfeifen. Zum Glück steht ja ein bisschen Medipack rum. Das ist praktisch. Wir haben ein bisschen verbraucht gerade hier. Und der ganze ist ja Dschungel, also sollte man vielleicht mal ein bisschen dafür sorgen, dass es anfängt zu brennen hier. Da ist die. Ja, Probleme, die wir haben. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt erwischt haben oder ob der vorbeigelaufen ist. Aber schaut so aus, wenn man den dann doch nochmal erwischt. Hui, ja, war eine knappe Geschichte.
Knapper als mir lieb war. Aber das ist egal, das war's heute mit unserer Runde. Let's play Far Cry 2. Da geht's beim nächsten Mal dann weiter. Jetzt kommt nämlich noch eins und das ist die Endcard. Das ist am Ende, das ist die Endcard mit einer Videoempfehlung. Und zwar diesmal das Unboxing von April. Das war nicht das schönste Unboxing, was ich je gemacht habe, aber ich wollte trotzdem nicht vorenthalten, was da so Tolles drin ist. Wenn ihr Bock auf solche Sachen habt, dann abonniert den Kanal. Werdet ein Teil der Gruppentherapie, würde mich persönlich sehr freuen. Was mir auch freuen würde, wenn ihr noch Kommentare da lasst, dann habe ich was zu lesen und was zu beantworten. Dann habt ihr was zu lesen. Dann haben wir eine typische Win-Win-Situation. Am Ende noch schnell ein Daumen hoch, was euch gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn nicht, ist auch okay, denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.